Heute mit Hightech, wir fotografieren mit einer Analogkamera. Herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Heute fotografieren wir mit einer Analogkamera bzw. mit meiner Wallicord, die ihr im letzten oder in einem der letzten Videos gesehen habt. Mit dabei ist Krümel. Und wir sind hier in Phoenix West in Dortmund, ein Industrieparkgelände, was sie jetzt gerade sehr viel umbauen, was komisch ist. Und wir hatten hier schon sehr oft Fotos gemacht und sehr schöne Fotos gemacht, also hat das perfekt gepasst für die Analogfotos. Zur Kamera, wie gesagt, habe ich ein extra Video gemacht. Ansonsten, wir machen 6 bis 7 Fotos passend auf einen Film. Und guck mal, was, dass wir die voll kriegen und schau mal, wie das ist mit Scharfstellen, Einstellen und Einstellungen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine App oder beziehungsweise ein Lichtmesser, weil neue Kameras haben ja den Vorteil, dass sie uns sagen, Achtung, du bist überbelichtet, Achtung, du bist unterbelichtet. Das kann diese Kamera leider nicht. Also hinten dran ist zwar eine Tabelle mit wie viel Entfernung etc. und alles Mögliche, aber die ist erstens auf Französisch und zweitens, naja. Der ISO wird bei solchen Kameras mit dem Film vorgegeben. Wir haben hier ein ISO 100, weil wir draußen sind, passt das perfekt. Und für das Handy habe ich die App Lux. Die macht quasi das Gleiche, was ein Belichtungsmesser macht. Das heißt, man hält sie aufs Objekt, stellt ein, welchen ISO man fest hat, in dem Fall 100, und kann dann quasi die anderen Werte ablesen. Und dann können wir davon ausgehen, dass wir es nicht überbelichten, hoffentlich. Und ja, wir fangen mal an. Das erste Shooting mit der Analogkamera fertig. War schwerer als gedacht. Man muss halt einige Sachen beachten. Man muss halt wirklich bei jedem Foto, bei jeder Wolke, die sich vor die Sonne schiebt, den Belichtungsmesser nochmal rausholen, weil sich halt immer wieder Sachen ändern. Und wenn man oben durchguckt, das ist halt spiegelverkehrt. Das heißt, man guckt dann mal so rechts, links, wie man das ausrichtet. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und wie man den Film weiterdreht, hat bei der Kamera irgendwie... Normalerweise sollte es normal gehen und jetzt muss man den Knopf irgendwie halb reindrücken. War doof. Aber wir haben ein bisschen rumgerätselt, haben es dann hinbekommen. Der Film ist zumindest mal zu. Wir haben auch nur einmal vergessen, den Film weiterzudrehen. Ja. Das heißt, wir haben mindestens ein doppelt belichtetes Foto, was jetzt auch nicht so schlecht aussehen kann, muss. Bin mal gespannt. Wir fahren jetzt gleich wieder heim. Wir machen jetzt noch gleich ein anderes Video, weil wir gerade, wenn wir schon mal hier sind. Ansonsten, wie die Fotos geworden sind,
wo ich sie entwickeln habe lassen und was wir mit den Fotos nachher machen können, zeige ich euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao.